willkommen zu der Süßigkeiten-Review, auf die ich schon sehr lange gewartet habe. Und zwar ist das auch die erste Review, zu der es ein Video gibt. Und zwar habe ich mir in Japan diese drei Moe-Cookies bestellt, die alle ihre eigene Besonderheit haben. Und zwar haben wir zum einen die Tsundere-Kekse, dann die Yandere-Kekse und dann die Nya-Neko-Kekse. Und das Ganze war leider etwas schwer auszupacken. Das sieht man besonders am Rand, weil das Ganze wie fast schon wie Geschenkpapier ist. Und deswegen habe ich das Ganze schon mal ausgepackt. Und kommen wir jetzt mal zur Verpackung. Und zwar sieht man bei den Tsundere-Keksen gibt es da noch einen kleinen Comic. Für die Leute, die Japanisch können. Und ich hoffe, man kann das auch gut genug lesen. Und die Besonderheit der Tsundere-Kekse ist, dort sind 12 Kekse drin. 10 davon sind spicy, also scharf bzw. gewürzt. Und 2 davon sind ganz normale Kekse. Der Grund, warum das Ganze übrigens etwas asynchron ist, da ich das Ganze mit dem Mikrofon am PC aufnehme und das Video separat mit der Kamera aufgenommen habe. Die Kekse kommen in ganz normalen Verpackungen, die etwas besorgniserregend aussehen. Und hier sieht man auch ganz gut, dadurch, dass sie so einen langen Weg hinter sich haben, kann es sein, dass ein oder andere Keks mal etwas kaputt sind. Aber die meisten Kekse sind heile, das tut der ganzen Sache nichts. Und da haben wir noch einen Beipackzettel. So, die anderen Kekse waren etwas einfacher zu öffnen. Und zwar konnte man einfach die Verpackung einfach am Boden herausziehen, was gar kein Problem war. Der Karton der Kekse ist auch etwas hübscher, finde ich, als der Tsundere-Kekse. Und die Besonderheit ist nicht nur, dass man ein Artwork da drin hat in Form einer Postkarte, weshalb man sich die Verpackung nicht wegpacken muss, wenn man das Bild mochte, sondern diese kleine Karte hat. Und die Besonderheit der Kekse ist, es sind Kekse mit Erdbeercreme-Füllung. Und die ganzen zeige ich auch gleich einmal ausgepackt. Und da haben wir sie auch schon. Auch hier sieht man leider etwas am Rand kaputt gegangen, aber Kekse sind halt zum Essen da, also früher oder später sind die eh weg. Und jetzt zeige ich noch einmal kurz die Neko-Kekse. Auch da wieder, die Verpackung war auch wieder relativ einfach zu öffnen. Man konnte sie auch wieder unten einfach aus der Verpackung ziehen. Auch wieder mit einem hübschen Artwork, meine ich. Und die Besonderheit dieser Kekse, sie sind in Form einer Katzentatze. Hier sieht man das Ganze auch nochmal ausgepackt. Sieht nicht sehr spektakulär aus. Ich hatte mir irgendwann mehr Besonderes erwartet. Aber naja. Und kommen wir jetzt zur Besonderheit des Ganzen. Und zwar werde ich das Ganze jetzt einmal testen. Und zwar als erstes die Nya-Kekse. Wundert euch nicht, dass das Video startet. Wie gesagt, das Ganze ist eine Aufnahme, die ich mit der Kamera separat von dem Text gemacht habe. Also probieren wir einmal die Nya-Kekse. Okay. So wie ich mir dachte, ganz normale Kekse mit Schoko und Schoko-Vanille-Kekse praktisch. Kommen wir zu den Yandere-Keksen. Auch wieder ganz normaler Keks mit Erdbeercreme-Füllung. Wobei man da die Erdbeercreme-Füllung, man merkt den Unterschied. Wenn man öfter Sachen mit Erdbeercreme und sowas aus Japan isst, kennt man den Geschmack schon. Er hat einen etwas anderen Geschmack, als wenn man Sachen mit Erdbeergeschmack bei uns
in Deutschland zum Beispiel ist. Also von der Verarbeitung her. Und nun kommen wir zu den Zundere-Keksen. Natürlich erwische ich einen, der nicht scharf schmeckt. Also ich fühl mich von den Keksen gemobbt. Nehmen wir den da. So. Ja. Es ist. Oh. Oh. Ah, das. Okay. Ich glaube, die Kopf. Oh. Okay, man merkt es. Also. Es beginnt leicht zu kribbeln auf der Zunge. Und. Es fängt dann an zu brennen, als wenn man Chili gegessen hätte. Also, ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so scharf, dass ich mir aus irgendwie mich unter den Wasserhahn legen möchte, aber es ist schon cool. Und es ist auch nicht so wie diese ganzen Bohnen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Diese Tsundere-Kekse sind auch ziemlich unterhaltsam, da kann man auch ein gutes Spiel mit draus machen. Wer einen der zwei Kekse, die nicht scharf schmecken, zieht, gewinnt. Und ja. Ja, ich sollte langsam aufhören. Das Scharfe zieht doch ein bisschen. Und das war's mit der ersten Süßigkeiten-Review. Ich hoffe, in Videoform. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ein Link zu der Seite, wo ihr sie kaufen könnt, gebe ich noch in die Beschreibung hinzu. Dort kriegt ihr, wenn ihr über diesen Link geht, auch noch 5% bei eurem Einkauf. Und dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch.